Grüß euch, liebe sudetendeutschen Freunde. Servus, liebe Bergkameraden. Heute gehen wir mal auf die sudetendeutsche Hütten. Ich bin hier in Osttirol. Matrei ist unten der Talort, der erste Ort hinter den Felbertauern. Und jetzt zeige ich euch gleich einmal, wo wir sind und wo wir aufgehen. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz in Glanz. Der ist ungefähr 1530 Meter hoch. Und wir gehen jetzt hier vom Parkplatz über die Edelweißwiese zur äußeren Steineralm. Die ist dann ungefähr auf 1900 Meter. Dann geht es ein bisschen flacher weiter zur Schmelzhütte, das sind 2000 Meter. Und dann geht es steil rauf, 600 Höhenmeter, zur sudetendeutschen Hütte. Wir sind zu zweit. Mit dabei ist mein Kameramann und Fotograf, der Martin. Und wir werden uns an der Kamera ein bisschen abwechseln, weil der Martin möchte auch noch schöne Fotos machen und die werden wir dann auch ins Internet reinstellen. Und hier ist der höchstgelegenste Bauernhof in Österreich, also so um die 1530 Meter. Und ja, passt man es einfach an. So, das ist da ein bisschen wie im Paradies auf der Steineralm. Und wir sehen schon hinten oben, kann man die sudetendeutsche Hütte sehen. Steiner Alm, sieht man ja gleich hier diesen attraktiven Berg rechts. Das ist die Bretterwandspitze, die also hier einen sehr schönen Hang hat zum Lauflaufen, aber hier von unserer Seite aus praktisch nicht besteigbar ist. Das ist alles sehr, sehr lockerer und sehr ungünstig geschichteter Fels. Aber hinter der Dürrenfeldscharte, die also wichtig für unseren Zugang sudetendeutscher Höhenweg ist, befindet sich die Kentelspitze. Einer unserer 3000er mit 3088 Metern. Man sieht auch das Gipfelkreuz oben. Da gibt es also einen normalen Weg hoch, der hier praktisch da, wo das Sonnenlicht ist, läuft, in dieser Scharte hochgeht bis oben hin und dann rechts auf den Gipfel. Das ist der sogenannte Saatzer Weg. Die Stadt Saatz spielt ja für die Hütte eine wichtige Rolle. Das wäre also der Kendel oder die Kendelspitz. Dann sind das hier etwas unbedeutendere Spitzen und dieser Gipfel hier, da wo dieses schöne Schneefeld leuchtet, direkt vor dem Gipfel, das ist der Gradetz. Auch ein weiterer 3000er mit 3063 Metern. Der ist relativ leicht ersteigbar, man muss also über die Schuttflanke hochgehen, ist auch markiert. Die nächsten Gipfel, die hier wichtig sind, sind die beiden Munternitze, der große und der kleine Munternitz, die man aber von hier nicht sieht, weil die Wand der Wellachköpfe davor steht. Und der große Munternitz mit 3232 Metern ist sogar der höchste Berg der Granatspitzgruppe, denn die namensgebende Granatspitze ist also etwas niederer. Wir haben dann den sudetendeutschen Höhenweg, der hier über diese Dürrenfeldscharte kommt. Der geht vom Karlsbad Dreier Törl weg, ist bereits 1930 gebaut und da haben wir im letzten Jahr eine Auszeichnung des Landes Tirol bekommen. Da sind insgesamt also, glaube ich, nur 8 oder 9 Wege ausgezeichnet worden und einer davon war unser sudetendeutscher Höhenweg. Der Klaus da ist, der ist der erste Vorsitzende der Sektion Sudeten und ich werde mich jetzt mal mit ihm ein bisschen unterhalten über die Geschichte dieser Hütte. Die Geschichte der Sektion Sudeten. Wie kam es zu der Sektion Sudeten? Die Sektion Sudeten ist eine Zusammenführung von 4 alten Sektionen. Es wurden ja, das Sudetenland gehörte ja zum österreichischen Kaiserreich und seit 1869 gibt es den Alpenverein und der Prager Stüdel war einer der 5 Gründer.
Also auch da haben die Sudetendeutschen bereits Einfluss gehabt sozusagen. Und da wurden natürlich ab 1870 Sektionen gegründet. Prag war einer der ersten. Und dann eben auch im ganzen Sudetenland. Und unter anderem in den Städten Troppau, die Silesia Troppau, in Teplitz, Nordböhmen, in Aussig und in Saas. Und letztendlich haben 7 Sektionen sozusagen die Federführung übernommen. Und diese 7 Sektionen, die findest du dann, wenn du nachher durchs Haus gehst und im ersten Stock die Zimmer anschaust. Da findest du an jedem Zimmer einen Namen einer sudetendeutschen Stadt und auch das Wappen der Stadt. Wie oft kommst du eigentlich hier rauf im Jahr? Also es gab Jahre, wo es eben entsprechende Arbeitseinsätze oder Projekte gab. Da war ich 3 oder 4 Mal da. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall, einmal im Jahr raufzukommen. Meistens ist es sogar 2-mal. Linda, ihr geht jetzt halt auf den großen Munternitz. Genau, richtig. Wie ist da die Tour darauf? Die ist eigentlich für einen 3000er, glaube ich, wirklich sehr, sehr angenehm. Also das ist relativ einfach zu machen, weil es oben erstmal, also der erste Anstieg ist ein bisschen anstrengender, weil man dann quasi noch ein kleines Schneefeld queren muss, zumindest jetzt noch. Und danach aber eben oben auf den Wellachköpfen, was ziemlich flach ist. Und da kann man dann wirklich die Aussicht auf Groß-Venediger und Groß-Glottner richtig gut genießen, ja. Roland, du bist hier der Hüttenwirt. Ja. Wie lange machst du das da hier rum schon? Ich mache es heuer das 10. Jahr. Und wie lange habt ihr immer auf? Es ist ja doch 2600 Meter da hoch. Ja. Also von Mitte Juni macht man die Hubschrauber-Eindeckung. Da fliegen wir so circa 8,5 bis 9 Tonnen mit dem Hubschrauber rauf. Und bleiben da je nach Witterung bis Mitte, Ende September. Gibt es da manchmal irgendwelche Erlebnisse mit Bergsteigern, die da sind? Oder? Ja, gibt es einige, immer wieder. Bergsteiger sind die sicher nicht, Bergwanderer. Die unterschätzen öfter das Wetter, das der Herr Rom ja sehr schnell umschlagen kann. Und da kann es unter Umständen stark regnen, stark blitzen, schneien. Und das haben sie dann oft nicht so im Griff. Roland, uns hat es unwahrscheinlich gut gefallen bei dir auf der Hütte. Es war richtig nett. Hat alles gepasst und wir bedanken uns und wünschen dir viel Spaß weiterhin auf der Hütte und alles Gute. Euch auch, besten Dank und auch alles Gute. Danke. Bitte. Ja, 2 Tage waren wir hier auf der sudetendeutschen Hütte. War einfach super und ich kann eigentlich nur jedem Sudetendeutschen empfehlen, soweit es mit den Beinen noch klappt, dass er da einmal raufgeht und sie dieses wahnsinnige Panorama und die wirklich schöne Hütte und die sympathischen Hüttenleute mal miterlebt und sich anschaut. Macht's es gut, kommt einmal da rauf und bis bald. Und führt euch!